Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute habe ich die SBC-Lösung für die 7 Clubs Challenge am Start. Und zwar ist die gar nicht mal so schwer, wie sie am Anfang aussieht. Ihr seht es links, da sind extrem viele Bedingungen, aber das Ganze ist leicht zu lösen. Und zwar müsst ihr in der Mitte einfach irgendwelche random Spieler reinpacken mit irgendwelchen exotischen Ligen, Nationen und Vereinen. Also da braucht ihr dann einfach nur andere Spieler wie auf den Seiten, sage ich jetzt mal. Denn auf den Seiten braucht ihr dieselbe Liga und dieselbe Nation. Hier habe ich zum Beispiel mexikanische Liga und zwei Argentinier dann reingepackt. Auf der anderen Seite habe ich die Premier League und dann eben zwei Engländer. Ihr könnt zum Beispiel auch zwei Franzosen aus der Ligue 1 oder zwei Spanier aus der BBVA oder so. Da gibt es extrem viele Möglichkeiten und in der Mitte müsst ihr dann einfach nur Spieler nehmen, die ihr da noch nicht habt. Das heißt, ihr dürft hier zum Beispiel keinen Premier League Spieler nehmen, sondern ihr müsst halt wieder eine andere Liga nehmen. Und das Ganze ist extrem leicht zu lösen und ja, man muss hier einfach nur die Bedingungen dann in der Mitte, sage ich mal, vervollständigen. Packt einfach da wirklich irgendwelche random Spieler rein, die halt noch nicht angewandt wurden. Das heißt, ihr dürft jetzt hier auch keinen Argentinier mehr reinstellen, weil man ja 5 Nationalitäten mindestens haben muss und das geht sich dann natürlich alles nicht mehr aus. Also es ist echt nicht schwer zu lösen und ja, Freunde, das ist meine Lösung. 7k hat mir das Ganze gekostet und dann senden wir das Ganze natürlich ab und man bekommt ein Foot Birthday Pack und das finde ich extrem nice und deswegen habe ich mir gedacht, haue ich das Ganze einfach mal hier raus als kurzes, knackiges Video. Zu Ende von FIFA 17, da kann man eh nicht mehr ganz so viele verschiedene Sachen raushauen. Live-SBS wird auf jeden Fall auch demnächst wieder kommen. Das feiert ihr auch extrem und mir macht das auch sehr viel Spaß. Und dann gehen wir hier direkt rein zum Pack. Pack Lacoute ist da. Wir drücken drauf. 3, 2, 1 und go. Vielleicht ist ja ein Walkout. Ja, es ist natürlich nicht. Vielleicht ja was nicht ganz so Schlechtes. Ah, das ist Dumbia. Wisst ihr, Dumbia hat eine saustarke Karte. Dumbia hat 94 Tempo und 85 Shooting. Aber Dumbia ist absolut nichts wert. Da hätte ich mich dann doch eher über eine andere Karte mehr gefreut. Okay, ich dachte, man kann die Karten verkaufen. Das kann man anscheinend doch nicht. Gut, wir haben jetzt Dumbia im Verein. Vielleicht mache ich da einmal eine Live-SBS rund um diesen Spieler. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne rein, was ihr gezogen habt und um welchen Spieler ich den nächsten Live-SBS machen soll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und ciao. And always have high hopes.